Einen wunderschönen guten Morgen. Klein Reiko meldet sich damit mal zurück. Ihr seht schon, wir sind hier wieder in unserer tollen, netten Skybox, wo wir beim letzten Mal halt aufgehört haben, indem wir hier unser schickes Licht gebastelt hatten. Diese Folge. Oh, da gab es ein unangenehmes Geräusch. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht so gehört. Naja, diese Folge werden wir jetzt hier mal dazu nutzen, unsere Skybox mal wirklich fertig zu machen. Ich gehe davon aus, dass es etwas länger wird und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es dann halt so lang lasse oder ob ich dann zwischendurch noch einen kleinen Cut mache und halt sage, ja, hier, ne, muss mal Sense. Und das Ganze dann stückle oder ob ich es eventuell, egal wie lang es jetzt wird, in einem Stück mal hochlade. Es wird mich dann zwar wieder Zeit und Nerven kosten, aber na gut. Was ist weg ist, ist weg. Ich habe mir mal Gedanken gemacht um die Außenwände. Ich habe mir hier einen Ast gesucht nach irgendwelchen Texturen, die wir irgendwie verwenden können. Und dann fiel mir doch auf, hey, wir haben ja hier auch diesen tollen Texturorganizer, warum nutzen wir den nicht einfach mal, wenn wir ihn schon haben? Ich mache es jetzt mal ganz intelligent. Ich stelle das Ding mal aufs Dach und wir schauen mal, ob wir dort, oh, da meldete sich mein Antivirenprogramm wieder, ob wir da nicht doch eventuell mal irgendwelche Sachen drin haben, die wir da verwenden können. Jetzt ist wieder die Preisfrage, wo ist er denn? ich glaube, ich sollte mir den mal extra packen. Ich mache mir da jetzt gleich mal ein extra On, ne? Nehmen wir mal. Eventuell werde ich mir dann nochmal einen anderen holen. Ach, da haben wir ihn doch. Eventuell werde ich mir da noch einen anderen zusätzlich holen. Gibt ja mehrere, auch mit verschiedenen Texturen drin, weil, ne, hat ja nicht immer jeder die gleichen. Die Leute haben das ja teilweise alles in Eigenregie gemacht. Das stimmt uns wieder zu. Und von daher kann das ja nicht schaden. Wenn wir eventuell auch die ersten Linden verdienen haben, weil wir aktuell hängen wir auf einem Linden, dann werde ich mich, glaube ich, dann auch mal darum kümmern, dass das Ganze dann eventuell auch mal ein bisschen in die Richtung Investitionen geht. Können ja nicht nur mit Freebies bauen, also hier und da sollte man dann doch mal irgendwas investieren. Nehmen wir hier so eine schöne graue Außenwand oder so etwas. Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wenn die nehmen wir mal zum Test mit. Okay. Es wurde hier. Oh! Bin ich echt schon so lange hier? 4 Stunden? Dass ich jetzt schon ein Auto-Return hatte? Gut, dann müssen wir uns jetzt mal eine neue Bauplattform hier hinretzen. Sicher, sicher, weil wenn es uns jetzt nämlich die Box, die ich gleich auch nochmal sichern werde, und am Hintern wegretzt, ist das auch nicht so ideal. So, 140 und 80. Das Ding machen wir wie immer 30 mal 30 Meter. Null dick, machen es schwarz. Schieben es auf 1500 Meter und sagen, es ist gesperrt. So. Haben wieder unsere super schicke, tolle Bauplattform. Ihr kennt sie ja. Und ich werde jetzt hier erstmal alles markieren. Hoffe, ich habe alles. Natürlich wiederum nicht. Das haben wir. Und ach so, die Lampen.
Hatten wir die eigentlich mit verknüpft, die Lampen? Ist das weit sehr intelligent, nochmal alles abzuwählen, aber nee, die hat man nicht verknüpft. Das machen wir noch fix. Knüpfen sie erstmal miteinander. Auf Konvex stehen sie ja schon. Oh, sind drei Prims. Na, okay, wir haben eigentlich auch nur einen Plus gemacht. Das geht ja noch, damit kann ich leben. Aber unsere super tolle Scheibe hier fehlt ja auch noch. Da sind es dann doch 48. Und unseren Fernseher werden wir nochmal wieder mit verknüpfen. Und da haben wir dann die 50 voll. Gut, mit 50 Prims, es gibt Schlimmeres. Ich habe schon Skyboxen gesehen, da kann man wirklich sagen, das ganze Ding ist ein Würfel mit Dach. Und die haben, weiß ich wie viel, Hunderte an Prims gefressen. Da fragt man sich echt, was der Ersteller da gemacht hat. Und da sind wir jetzt hier wirklich noch ganz gut dabei. So, ihr seht, ich habe auch eine ganze Menge Sicherheitskopien gemacht. Hatte übrigens zwischendurch offline mal ein klein bisschen rumprobiert. So, jetzt können wir beruhigt weitermachen. Hatte ein klein bisschen rumprobiert, mal geguckt, wie einige Sachen aussehen bzw. funktionieren. Ja, ich hatte auch logischerweise die Wallpaper schon, nicht die Wallpaper, die Panoramas schon mal getestet. Ich glaube, die nehmen wir uns auch mal mit. Die sieht ganz schick aus, finde ich. Ja, damit ich euch hier auch ein bisschen Qualitätsarbeit zwischen dem ganzen Gestammel liefern kann. Finde ich eigentlich ganz gut. Da kommt mir auch gerade noch eine Idee. Wie wäre es, wenn wir so eine Brick-Textur, also so eine. Was ist das? Sieht aus wie Gold. Naja, wenn wir so eine Steintextur eventuell sogar für ein Element im Innenraum nutzen. Zum Beispiel für unsere super tolle Wand da. Aber da brauchen wir dann eine, die ein bisschen was dafür taugt. Sowas hier ist ganz praktisch dafür. Die nehme ich mir auch mal mit. Wir gucken einfach mal, wie es dann aussieht. Würde ich sagen, bevor wir uns da entscheiden. Kann auch mal eventuell nach einer schönen Marmortextur gucken. Weil Marmor kommt auch immer ganz gut. Ich finde auch, das sieht immer so edel aus. Aber Vorsicht, da kann man nicht alle nehmen. Einige sind dann doch etwas komisch. Aber wenn man dann wirklich mal so eine richtig gute Marmortextur hat, dann ist die auch ordentlich was wert. Dementsprechend sind, wenn man sie sich im Marktplatz kauft, auch die Preise meistens von den guten. Naja, und bei Marmor ist immer so das Problem, das Ganze auch seamless zu bekommen, ne? Kann man sich ja vorstellen, marmoriert, ne? Es ist wie so ein Spinnennetzmuster da drauf und ja. Gut, hier ist jetzt nicht wirklich irgendwas für den Innenraum dabei. Für den Außenbereich hatte ich jetzt sogar ein paar brauchbare, gute gefunden. Obwohl, die ist ganz gut. Die nehmen wir uns mal mit. So. Bisschen bräunlich. Ich glaube, die habe ich jetzt sogar doppelt. Ja. Kann man einmal verwerfen. Ich weiß gar nicht, warum meine Maus jetzt doppelt geklickt hat. Die hat das in letzter Zeit mal. Die nehmen wir uns auch nochmal mit. Gucken einfach. Einfach mal alles mitnehmen, was wir finden und gucken, wie es aussieht. So. Ja, ist ja geil. Kommt mir auch eine super Idee für. Können wir nur leider hier nicht gebrauchen. Hier und sowas meinte ich halt. Hier diese eine Marmorfliese. Ich glaube nicht, dass diese Kante mit dieser Kante hier auf der rechten Seite da übereinstimmt. Von daher ist es da mal ein bisschen schwierig.
Bubble auf Englisch, glaube ich. Haben wir hier eine extra Kategorie für sowas eventuell? Weil dann gucken wir da doch gleich mal. Fire? Oh. Auch nicht schlecht. Wäre eventuell später für unseren Kamin nochmal interessant. Was bist du? Ah ja, okay. Ist das ein Reifenprofil? Tatsache. Ach ja. Wasser und Clouds. Naja, es gibt manchmal relativ komische Texturen. Aber die kann man ja auch für jeglichen Spaß dann halt nutzen. Federn. Ach, da haben wir es ja sogar. Marble. Marmor. Was nehmen wir denn da ein bisschen? Ja, weiß kann eigentlich jeder. Bisschen was Graues, wa? Oder hier dieses Bläuliche. Ich glaube, ich nehme mal beide mit. Einmal den. Danke. Und einmal den. Ah, später mal gucken, wie es aussieht. Wobei mir diese Säulen hier natürlich auch gefallen. Die nehme ich einfach auch mal mit. Die können wir ja auch für unsere Säulen dann benutzen. Ich nehme mal hier die bläuliche noch. Marmorierte Scheiben. Die sind durchsichtig. Ich glaube nicht wirklich, nee. Das hier ist cool. Das fällt vor allen Dingen dann nicht so auf, wenn es nicht ganz seamless ist. Immer der Vorteil an diesen dunklen Marmorsachen, da geht das dann immer. Da vielleicht? Nein. Ich mag ja diesen Blauton irgendwie, obwohl Blau im Normalfall. Was haben wir denn hier? Obwohl Blau im Normalfall nicht so meine Farbe ist, muss ich gestehen. Das sieht auch cool aus. Ihr seht schon, ich will da hier ganz gut. Eine Seite können wir noch mal durchgucken. Oh, das war sogar die letzte bei Marmor. Dann bauen wir mal weiter da unten. Das gefällt mir auch ganz gut. Das ist so klassisches Marmor. So. Einmal bewegt, dann sind wir wieder in unserer tollen Box. So, die Außenwände, darum kümmern wir uns als erstes. Wir wählen mal hier die Flächen an. Werden wir dafür sorgen, dass die schon mal auf jeden Fall nicht mehr rot sind. Ach ja, bei aufgeschnittenen Prims müsst ihr immer ein bisschen drauf achten. Das hier unten sind zwei Flächen, nicht nur eine. Warum auch immer. Aber gut, okay, doch, ist ja logisch, weil das sind ja dann sozusagen hier die aufgeklappten, in Anführungsstrichen, Seiten, ne? Oh, den hatten wir ja schon. Da und den hatten wir. So. Farbe weiß. Holz wollen wir nicht, sagen wir mal leer. So weiß hat das auch was. Gucken wir doch mal. Wir haben hier doch eine ganze Menge jetzt drin. Das sind diese Marmorsachen. Da. Ja, da hatte ich doch schon mal den richtigen Riecher. Das gefällt mir ganz gut. Das hier, oh, das war unser Panorama. Gut. Das sieht auch nicht schlecht aus. Eher nicht. Ich glaube, das nehmen wir. Ja, das hier ist eine ganz gute Idee. Das ist es auch so, einigermaßen. Ziehen wir uns das Ganze noch auf einen
geregeltes Maß. 1, 1. Ah, 500 raus. Nicht so lange rumspielen hier. Die nehmen wir als Referenz und richten daran mal eben alles aus. Also alles weitere. Ich liebe es, wenn das so wie am Schnürchen funktioniert. Und flop. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier eigentlich mehrere Flächen wählen? Ah ja, es geht. Manchmal ist das ja immer so eine Sache, wenn man da so eine Ecken hat, dass ich dann irgendwie die Textur, die man eigentlich gar nicht haben will, dann total verzieht. Aber in unserem Fall haben wir da jetzt mal Glück, dass das Ganze wirklich nahtlos ineinander geht. Und funktioniert. Und die letzten Flächen noch. Okay, ich sehe schon, hier unten habe ich dann Mist gebaut. Und hier flackert es noch, weil hier eine Wand übersteht. Kurz gucken, ob wir die so erwischen. Nee, ich glaube, die kriege ich nicht so. Das ist die das ist hier innen drin die Innenwand davon. Wie macht man das am blödesten? Ich weiß sogar. Nee. Na gut, okay. Ich könnte jetzt hier einfach so lange rumklicken, bis ich so durch Zufall erwische, wie jetzt auch nicht. Das ist wieder die falsche. Ja, es ist manchmal etwas tricky mit dem Texturieren hier. Hä? Ich erwische sogar die Unterseite. Ach nee, halt. Das war unsere Decke. Können auch Plan B machen und sagen, hey, wir machen das Ding einfach unsichtbar. Das geht natürlich auch. Ich glaube, das ist sogar ein ganz guter Plan. Teile bearbeiten. Fläche wählen. Sagen einfach alles, was man nicht sieht oder sehen soll, dann später machen wir unsichtbar. Flup. Und 100% transparent. Dann nehme ich hier dieses Problem auch nicht mehr. Dasselbe machen wir auch an der anderen Seite dann gleich nochmal. So. Einmal da und einmal da. Und die flackernde Wand einfach wegblenden. So. Auch eine Lösung. Im Normalfall könnte man diese überlagerten Texturen halt mit der Textur nochmal, ja, texturieren. Das war jetzt ein Satz, die man da drauf hat. In dem Fall hier unsere Brick-Textur. Aber ihr habt ja gesehen, es gestaltet sich hier und da doch etwas schwierig, dann doch mal diese zu erwischen. Von daher lassen wir das jetzt erstmal so. Hier oben werden wir gleich dasselbe Problem bekommen. Obwohl, nee, gar nicht mal. Flackert hier sonst noch was? Obwohl, da können wir eigentlich dann theoretisch den Prim noch in die Wand reinschieben. Beziehungsweise die Wand mal eben verschieben. Je nachdem, wie wir das möchten. Aber da sich die Prims da ja so richtig schön erwischen lassen, brauchen wir das, glaube ich, nicht mal. So, die Textur wollten wir. Ach ja. Grün soll es dann nicht werden. Nur planar. Und das Ganze 0,5. Und dann nochmal. Richten wir das alles an der Wand da aus.
Ja, das war jetzt einfach. Und ihr seht hier oben, wo es eigentlich ursprünglich geflackert hat, da flackert nichts mehr, weil halt diese Textur auch auf dem Prim drauf ist, der eigentlich flackern würde. Und es überlagert sich somit und ja, man sieht es eben dann nicht mehr. So, ich sollte dann aber später, glaube ich, nochmal kontrollieren, ob wir noch irgendwo solche Stellen haben da. Kommen wir mal zu unserem Marmor. Ich hatte mir das hier so gedacht für diese Säulen hier oben. Beziehungsweise auch für die vom Kamin. Ich markiere die jetzt einfach schon mal mit. Nee, weiß, finde ich, sieht doof aus. Die finde ich haben richtig was, aber das sieht irgendwie aus wie Stücke Papier oder so, was darum ist. Ihr kennt doch gar nicht diese Pappteile da hier, diesen Innenraum von Pappkartons. Wenn man die mal aufknackt an sich so, dann hat man da auch immer so eine Riffeln. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Die haben auch irgendeinen Namen. Ist aber eigentlich auch egal. Das gefällt mir ganz gut. Hat aber irgendwas von der Bleistiftmine. Okay, die lassen wir lieber. Die sehen komisch aus. Ebenso in Weiß sieht es komisch aus. Yep. Ich glaube, die Bleistiftmine war gar nicht mal so schlecht. Ach ja, so. Ich erwarte das jetzt. Ich glaube, die da. Obsidian, genau. Damit werden wir auch hier oben unseren Kaminsims verschönern. Obsidian. Genau. Sagen wir zur Fläche wählen und oben drauf machen wir einfach Holz. War jetzt so meine Grundüberlegung. Warum das Ganze sieht einfach hübscher aus. Machen wir halt kurz. So. Wählen wir hier mal die Flächen an. Erklären Ihnen dann nochmal, dass sie planar sind. Ich weiß gar nicht, lasse ich hier um diesen Überhang etwas stehen, aber es dürfte dann auch doof aussehen. Na, mal gucken, wie wir das dann gleich machen. Ich glaube, ich nehme den da raus. Dann doch etwas besser. Und passt demzufolge dann auch halt besser, ne? Ist das schon ausgerichtet? Ja. Ich bin ja erstaunt. Hier müssen wir gar nicht so viel machen. Weil auch durch diese Struktur an sich wird einiges schon ein bisschen verschleiert sozusagen. Da ist halt alles weniger so wild. Bloß hier auf solche Übergänge sollte man dann halt doch mal achten, weil das sind größere Flächen und ja. Ich glaube, die beiden hier nehmen wir nochmal raus. Mal auf Standard, die Dinger. Wir lassen den hier oben dann aber so. Ach ja, genau. Und ein gewisses Teil, nämlich hier unseren Innenrahmen, machen wir auch noch aus Marmor. Ich weiß aber nicht, nehme ich da sogar denselben? Dann nehmen wir da den anderen dunklen, den wir haben, den ich jetzt gerade noch nicht finde. Ich glaube, wir nehmen da denselben. Ist, glaube ich, besser. Ja, ist besser. Planar setzen das Ding und passt. Unsere tolle Rückwand sollten wir dann logischerweise auch damit bestücken. Nicht damit es da dann etwas komisch aussieht. Ja, genau so hatte ich mir das Ganze vorgestellt. Und zu guter Letzt noch hier unten unseren Vorsprung, weil wenn wir den aus Holz machen, ich glaube, dann brennt uns die Hütte weg. So, Planar. Ach ja, genau, hier unten haben wir ja jetzt diese kleine Texturverwerfung, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man runde Elemente auf Planar stellt.
Dann kommt das mal etwas komisch. Ja, sagen wir hier mal 8. Muss man jetzt hier ein bisschen gucken, dass man das so ungefähr anpasst, dass es zu den anderen Texturen in etwa passt. Aber das sieht ganz gut so aus an der Stelle. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas mit Marmor? Ich glaube, das war es schon. Da machen wir Bretter hin. Gut. Machen wir mal weiter. Ein bisschen Steintextur, sagte ich ja, möchte ich hier oben und auch unten an diese Wand ranbringen. Es ist einfach nur noch so ein Deko-Element, was eigentlich nicht so wirklich reinpasst, wo man sich dann fragt, hä, was hat er denn da jetzt zusammengeschustert? Aber was doch irgendwie ganz gut aussieht. Die Textur hier, die ich mir hier mitgenommen hatte, die war auch dann in dem Fall schon mal ein Glücksgriff. Die passt nämlich auch zum Rest der Box ganz gut. Aber ich schaue mir mal die anderen noch an. Ich glaube sogar die hier ist sogar ein Ticken besser. Die erzeugt aber nicht so einen schönen Hä-Effekt. Na gut, okay, die kann man dafür vergessen hier. Die anderen... Ah, die ganz dunkle brauchen wir da nicht hinsetzen, außerdem, das ist ja unsere Außenwand. Muss ich mich bloß entscheiden, die oder die? Ich glaube, wir nehmen die. Die macht sich da besser. Setzen die mal auf Planar. Theoretisch müssen wir die jetzt gar nicht mal so groß kacheln, das geht schon fast so. Ich halbiere die mal. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ach übrigens, wenn ihr hier die Maus rüber haltet und euer Mausrad dreht, dann könnt ihr die Werte übrigens auch verändern. Na, wir lassen das mal auf... Halt, wir probieren einfach mal 7,5. Gucken, wie das aussieht. Hier übrigens nur in 100er Schritten dann. So. 7,5. Das ist super. Genau. Das lassen wir so. Unsere Bretter. Was nehmen wir denn da am besten für ein Holz? Nehmen wir auch wieder was Dunkles von hier hinten eventuell. Die hier sehen ja immer so toll aus. Oder nehmen wir da erst eher was Helleres. Aber ich würde sagen, wir haben das ganze... die ganze Skybox jetzt schon so dunkel... holzig gehalten, sage ich jetzt mal. Von daher nehmen wir da die Bretter auch so. Ich würde auch sagen, wir machen dann hier dementsprechend auch diese Geschichte hier mit demselben Holz. Ja, wieder voll die Flächen versiebt. Ja, genau. So sieht das ganz gut aus. Jetzt das Ganze bloß noch auf Planar und versuchen es irgendwie da mal anzupassen. Mal gucken, ob es klappt. Oh, ich muss mal was ausprobieren. Ich hatte mal was gesehen gehabt oder durch Zufall gefunden. Wenn ich das jetzt nämlich schon Planar anpasse und die Textur hier mal Dehne nach Belieben eben. Ja, es geht sogar. Perfekt. So dachte ich mir das. Ja. Ich muss die richtige Ausrichtung noch finden. Dann hau das auch hin hier. Ich probiere mal 150. War ein Ticken zu viel. 125, glaube ich, ist es. Zwei Treffer. Ich glaube, ich drehe das Ding aber mal um 90 Grad. Obwohl, es kommt dann mit der Maserung besser, aber es sieht auch doof aus.
Null. Ich probiere mal aus, wie es so aussieht. Na gut, dann haben wir halt ein bisschen. Hey. 150 habe ich gesagt. Dann haben wir halt ein bisschen breitere Bretter da oben dran. Sehe ich persönlich nicht als ganz so dramatisch. Aber, ja, 140 war richtig. So. Obwohl doch, das geht. Das lassen wir so. Das ist okay. Denke ich mal. Ja. Und die Flächen hier noch anwählen. Die müssen ja schließlich auch noch verholzt werden. Verholzt ist ein tolles Wort. So. Angewählt müsste somit alles sein. Wir wählen wieder dasselbe Holz. Stellen fest, es funktioniert. Und stellen fest, dass wir logischerweise mal wieder irgendeinen Prim vergessen haben. Nee, nee, nee. So. Die Innenseiten, die lasse ich, glaube ich, dann auch so. Ich werde, glaube ich, mich nur um diese äußeren Sachen kümmern. Ich stelle das erstmal hier alles auf Planar. Stelle es dann wieder zurück. Die Sachen lieber einzeln. Ich glaube, das macht dann weniger Probleme, als wenn ich jetzt alles versuche mit einmal irgendwie anzupassen da und dann, ja, hängen wir wieder eine halbe Stunde einfach nur an dieser einen doofen Textur. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache dann. So. Nur ist natürlich die Sache mit dem Ausrichten etwas kompliziert. Ja, war so klar. Erstmal planar ausrichten hier alles. War das so oder machen wir das andersrum? Ich weiß gar nicht. Ah, jetzt war da auch hoch. Das war jetzt irgendwie nicht ganz so geplant. 25, ja. Ah, den Schein so rum haben oder wollen wir den andersrum haben? Also so rum. Nee. Wollen den hochkant haben. Das passt schon. Andere Seite ebenfalls. 5,1, 125, perfekt. 0,5, 1 und falsche Richtung, 125. So, so passt man das einfach und schnell dann halt mal eben an. Dass es in etwa dann halt passt, ne? Lass mal das so, dann. Nee. Auch nicht ganz das Wahre. Ja, das passen wir mal so rum an. Ja, da schon die Referenz haben, können wir sie auch nehmen. Das halt gucken, dass wir jetzt hier sagen, Textur, geh mal wieder in die Mitte, da wo du hingehörst. Und dann hau das hin. So, den logischerweise wieder zurückdrehen, damit das da auch einheitlich ist.
beiden hier erstmal auf Planar. Genau, wobei ich fast geneigt bin, die hier sogar mal eben wieder auf 0 zu drehen. Okay, hier könnte es jetzt doch zu Komplikationen kommen. Weil egal wie rum man sich dreht, das könnte komisch aussehen. Ach, verdammt. Du musst da auch ab und zu mal etwas vorsichtig sein und nicht denselben Fehler machen wie ich gerade. Aha. 1 und 1.5. Obwohl, ne, hier auch 1. Klar. Genau, so will ich das. Planar. 1 und 1. Und 90 Grad Drehung, bitte. Hey? Quatsch, da war jetzt was falsch. 0 Grad Drehung, bitte. Minus 100, ne, minus 1000, minus 100, yay. Hä, warum? Ich stelle mich, glaube ich, gerade etwas dämlich an, aber ja, das kann jedem mal passieren, denke ich. Waren es natürlich. Ich begradige hier mal diese ganzen Werte etwas, weil so macht das weniger Probleme. Außerdem kann man hier mal ein bisschen abgucken. Minus 180. Jetzt funktioniert die ganze Sache auch. Ich weiß nicht, warum SL da manchmal so ein paar krumme Werte noch mit rausnimmt, aber es ist halt SL, sagen wir es mal so. Wieder auf 0. So, dann haben wir die Seite schon mal, oder Seiten schon mal angepasst. Und da die Drehung raus und dann haut das auch hin. Perfekt. Hier drin hatte ich ja gesagt, das lassen wir so. Fehlt eigentlich nur noch unsere tolle Mitte. Die würde ich eigentlich gern mal 1. So, dass das hier etwas größer ist, weil das muss ja ein bisschen mehr auffallen, denke ich. Oh, hier unten haben wir eine Fläche vergessen. Achtet immer ein bisschen drauf, dass ihr auch Unterseiten sowas halt texturiert, weil ja, man guckt dann doch mal drunter. Schönes Stichwort gerade gewesen. Ach ja, ich mag mich immer für solche Kommentare. Man guckt mal doch mal drunter und ich rutsch fast in das Kleidchen. Hä? So. Das hier machen wir jetzt aber trotzdem noch etwas dunkler. Ich würde sagen, so. Oder so. Das ist etwas zu dunkel. Kann sie auch braun machen. Gar keine schlechte Idee. Ja, weil hier so ein dunkles Braun. Sagen wir mal hier 50 sollten ja reichen. Gehen wir hier in diese Grauregion hier rein. Vom Farbwähler. Obwohl, nee, das gefällt mir eigentlich nicht wirklich. Dann nehme ich lieber ein normales Grau.
Was hier etwas dunkler und gut ist. So. Geht der Effekt nämlich nicht verloren. So. War hier noch was zu texturieren? Nein. Ich mag diese Lecks immer. Dank meiner AO fliege ich dann immer richtig toll, schön quer durch die Pampa. Das kann manchmal sehr witzige Momente geben. Ich hatte ja schon mal von einigen Clubs erzählt, deutschen Spots hier. Das Unheilig zum Beispiel ist einer. Ich bin persönlich nicht so gerne da, bloß, naja, man geht halt hin, weil das Ding halt 24 Stunden offen hat und naja. Wenn ich dann mal nicht aufnehme, wenn ich nicht schlafen kann, dann gehe ich halt ein bisschen Musik hören. Und ich war einen Tag mal da, da war richtig viel los. Und irgendwie hatte ich dann so ein Monster-Leck, weil viele Avatare verursachen halt Leck. Und ich flog dann einmal quer, richtig schön peinlich durch die Kante und dem DJ voll vor die Füße. Ja, da dachte ich mir dann auch so, danke SL, du magst mich heute wieder. Und ja, ich habe mich dann ganz still und heimlich in so eine kleine Ecke verkrümelt und gehofft, dass mich eben keiner anguckt. Ja. So, jetzt kümmern wir uns erstmal hier um unser tolles Regal. So kann es ja nicht bleiben. Ich habe mich dazu entschlossen, ich gucke einfach mal, ob wir eventuell was für 0 Linden schießen können im Marktplatz. So. Gebäude und Objektkomponenten. Ach, hier oben sollten wir den Suchbegriff logischerweise mal rausnehmen. Mal alle zurücksetzen. So. Ich glaube, bei den Mesh Creator Tools, da sollte irgendwas dabei sein. Oder ein Tischchen. So ein kleines Tischchen bei Desk, ne? Ja, genau. Da haben wir schon eine ganze Menge Tische. Ich möchte wie so einen kleinen, wie nennt sich das? Beistelltisch, glaube ich. Wo wir gerade bei Tisch sind, ich glaube, ich werde noch einmal sündigen in dem Fall. Aber wie genau, zeige ich euch dann zu gegebener Zeit. Halt mal. Der ist auch gerade 125. Erstmal hier vorne die richtigen Preise einstellen. Vielleicht finden wir ja wirklich irgendwas für 0 Linden, was wir da gebrauchen können. Das zum Beispiel mal angucken. Die wären interessant eventuell noch, weil ich sagte ja, wir wollen eventuell noch eine kleine Küche reinbauen. Gucken wir uns gleich mal an. Alles irgendwie nicht das, was wir suchen. Gucken wir doch da einfach mal. Ach ja, das sind nur die vier. Was ist das? Ein Kochbuch. Hat auch was Feines. Ja. Gut, schauen wir uns das hier doch einfach mal an.
Okay. Wir dürfen das Ding zwar benutzen, aber nicht Fullperm weiterverkaufen. Na, das kriegen wir ja hin. Wir wollen ja unsere Skybox nicht Fullperm machen. Wir wollen sie dann halt nur Copy und Mod machen, also kopierbar und änderbar. Alle drunter kommt für mich nicht in Frage, weitestgehend. Das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Prims fristen das Ding 10 insgesamt. Der kommt erstmal in den Warenkorb. Gucken einfach mal, ob wir da noch eventuell ein paar andere Sachen haben. Lichtschalter. Warum nicht? Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Ach ja, genau. Warum kommt es halt nicht in Frage für mich, dass ich die Sachen nicht, also No Mod verkaufe? Ganz einfach. Punkt 1, es geht einfach viel weniger davon weg. Der zweite Grund dafür ist einfach mal der, ich finde es selber immer echt zum Kotzen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt irgendwelche Objekte dort habe, die ich dann zum Beispiel nicht in der Farbe oder in der Textur mal verändern kann. Okay, hier steht jetzt mal eben nicht. Wie viele Prims da sind? Ich schätze mal einer jeweils. Ich nehme ihn einfach mal mit. Für 0 Linden kann man nichts falsch machen. Und wir durchstöbern mal nochmal den Shop hier. Aha, ein Waffennah, wie es aussieht. Sehr viele davon. Nee, wenn man etwas No Mod verkauft, dann. Ich wüsste nicht wieso, weil es ist doch das Eigentum der Leute und ja, die können es auch anmalen, wie sie wollen. Sagen wir es mal so. Okay, da von dem Ding her lassen wir mal die Finger. One Piece, obwohl. Nee, das kostet einen Linden und wir haben ja nur noch einen und ich glaube, unseren letzten Linden, den heben wir uns mal lieber auf. Was haben wir denn hier sonst noch so Feines mit drin? Ja. Gut, dann gehen wir mal auf unseren tollen Warenkorb. Ab zur Kasse damit. Wieder hier die tolle Werbung wegklicken. Ihr habt da unten jetzt nichts gesehen. Und jetzt kaufen. Und am besten noch zugucken, wie uns der Spaß jetzt ins Inventar geschmissen wird. Yay! Genau. Gucken wir es uns einfach mal an, was wir uns da jetzt geholt hatten. Office Desk und Display inklusive Maps. Only the owner. Also nur der Besitzer kann mich auspacken. Ja, ich hab dich gerade gekauft. Das sollte man dir sagen. Ach, das sind einzelne Script Maps oder wie? Ist das Ding noch gar nicht zusammengesetzt? Ach doch, da. Den mal löschen. Fullplan Wall Display. Das ist ja cool. Auch ein Sculpti. Ich finde aber Sculpti ist immer nicht so toll, weil die verursachen so Lack halt, ne? Mesh ist da auch zwar ganz gut mit bei, aber Sculpt ist immer noch ein Ticken schlimmer. Das ist, glaube ich, nur der Tisch, oder? Jep. Na gut, okay, das Ding ist ein Teil. Da können wir jetzt, glaube ich, nicht so viel. Doch, können wir.
kann doch das Ding auseinandernehmen. Ja, genau. Das tun wir auch. Aber mal hier postwendend. Nehmt den mal auseinander. Flip. Ziehen uns das Ding mal weg. Das ist sogar so hoch wie unser Vorbereiteter. Oder unser Vorbereitetestregal. Und schieben das einfach mal da so hin. Hat sogar fast dieselbe Breite. Ein bisschen breiter. Ne, halt, es hat dieselbe Breite. Ja, finde ich sehr praktisch. Zum einen und zum anderen. Brauchen wir die Füßchen? Sieht ein bisschen stylisch aus, frisst aber immerhin wiederum ein Prim, ne? Wollen wir mal was wegnehmen? Ich werde erstmal hier unten den Prim entlinken. Ihn mal löschen. Mal feststellen, ich habe hier einfach nur die Füßchen vergessen. Da können wir ganz schnell Abhilfe schaffen. Z. Und noch einmal. Einfach erstmal wieder an die alten Plätze zurückschieben. Die Füßchen halt mit markieren hier unten und dann trennen wir uns die halt mit raus. So. Ich finde mit Füßchen halt schicker. Von daher nehmen wir ihn mit. Also man muss mal gucken. Der sieht von beiden Seiten exakt gleich aus, alles klar. Ach, da war der Haken. Seid ihr einzeln? Natürlich nicht. Okay. Plan B. Nehmen uns die einfach, kopieren die und setzen die einfach exakt an diese Stelle. So. Haben wir alles wieder schön. Ich glaube, ich sollte dann noch ein paar Kanten, was ich gerade gesehen habe, wo ich mit der Cam mal wieder voll durch die Wand geflogen bin, dann beheben. Weil da können wir uns dann noch drum. Oh, der Mittelpunkt ist nicht ganz der Mittelpunkt. Weiß, es war jetzt auch wieder so eine tolle Aussage, aber ihr seht schon, wenn ich es genau aufs Raster schiebe, dann hängt das Ding irgendwie so ein bisschen in der Wand. Aber gut, das finde ich jetzt hier nicht so dramatisch. Damit kann man da noch leben, denke ich. So, nehmen wir den mal hier wieder weg. Inklusive alle Füßchen, die wir dahin geretzt haben. Entfernen bitte. Oh. Ja, die Füßchen sind, glaube ich, Mesh. Oder? Das ist. Ne, halt, ich glaube, das ist sogar alles Mesh. Haben wir gleich. Ne, Sculpt. Auch Sculpt. Warum hat es da so ein komisches LOD? LOD ist halt, ihr seht schon, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Hier verändert sich jetzt die Form so ganz brachial in irgendwas Hässliches, es fällt zusammen und ja. Halt diese Distanz, auf die man Mesh, beziehungsweise ich glaube, es gilt auch für Sculpt, sehen kann. Und das ist da jetzt nicht ganz so toll. Aber gut, für 0 Linden, wir wollen jetzt nicht meckern darüber. Warum auch? Passt ja. Sieht sogar toll aus, finde ich. Ah, Desktop Screen, Office Chair. Eine Lampe. Achso. Screen, Chair, Display, Desk. Ah, okay. Verstehe. Das ist alles nochmal extra eingepackt. Desk Lamp. Gucken wir einfach mal, wie diese aussieht. Okay, alles klar.
Da müssen wir dann halt drauf aufpassen, wie wir es verkaufen. Da kümmere ich mich dann aber noch drum. Flipp. Okay, die sieht doof aus. Die klemmen wir uns dann doch. Außerdem wäre es dann doch wieder nur ein überflüssiger Prim. So, das wird gleich in unser Bauzeug, in die Bauteile verschoben. Wenn ich den Filter hier mal kurz behoben habe, macht sich halt dann doch etwas leichter. Weil das dann gleich da verschiebt, sonst hätte ich jetzt gleich nochmal rüber wechseln müssen und naja, man kennt ja den Spaß. Das ist hier unsere Küchenzeile. Gucken, die jetzt so passt. Ich würde mal sagen, die Küche machen wir, wenn dann, hier auf die Seite. Ich stelle es einfach mal dahin und guck mal an, wie viel Prims das überhaupt sind. 3 Prims. Oh, das ist jetzt aber doch etwas heftig, muss ich gestehen. Warum hat die Ecke, die eigentlich theoretisch mehr Prims haben sollte, weniger Prims? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich versuche mal was. Jetzt maschieren wir das ganze Ding hier mal genau auf Kante und so weiter. Ich mache das mal hier hinten richtig schön an die Ecke ran. So. Muss ja jetzt nicht so eine riesen Küche werden. Hier seht ihr, was ich übrigens meinte bei den Erstellern. Der hat da nicht ganz aufgepasst. Und ja, ihr seht, da sind jetzt hier und da Überschneidungen, Kanten und so weiter. Ja, theoretisch passt das da eigentlich gar nicht. In der Praxis dann halt auch nicht. So, flupp und flupp. Und einen davon brauchen wir dann noch. Dö. Möbel ausrichten ist was Tolles. Lasst euch das gesagt sein. So. Wenn wir den Spaß jetzt nämlich verlinken, könnten wir theoretisch Glück haben, dass der Prim-Count nämlich enorm nach unten rauscht, weil jetzt haben wir 14 Prims. Nee, das lassen wir. Die können wir eventuell später irgendwann nochmal gebrauchen, aber sieht zwar eventuell nicht ganz so toll aus, aber ich glaube, da würde ich dann, wenn ich mich nicht doch noch dazu entscheiden sollte, die Küche wegzulassen, würde ich da dann einfache Prims nehmen und die eventuell texturieren, da haben wir mehr von. So, theoretisch haben wir ja alles. Könnt ihr euch jetzt hier noch ein Bett reinstellen, aber die meisten haben ja eh ihre eigenen Betten im Inventar, von daher klemmen wir uns das. Einzigste, was hier jetzt noch rankommt, wäre dann noch ein Bild eventuell. Nein, das lassen wir. Das könnt ihr euch auch eventuell selber aufhängen. Wer sagt denn außerdem, dass ich denselben Geschmack habe wie ihr? Flupp, machen wir das Licht an. Ja, dann hätten wir jetzt eigentlich theoretisch unsere Skybox hier weitestgehend fertig. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und ich würde jetzt hier dann doch nochmal nach einer Stunde einen Cut machen. Und dann werden wir im nächsten Teil die Sofa noch fertig machen. Und dann würde ich sagen, rein damit in den Marktplatz. Und ab geht er. Sozusagen. Naja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und so weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal.